Hey Leute, wenn ihr genauso gern wie ich mal draußen in der Hängematte schlaft, dann könnte das Video was für euch sein. Ich zeige euch drei verschiedene Möglichkeiten, eure Hängematte an den Baum zu bringen. Fangen wir damit an, Rebschnur oder Paracord. Da können wir es kurz machen, das ist ungeeignet, das ist nicht baumschonend, die Schnüre könnten in den Baum einschnüren. Schlimmstenfalls kann dadurch der Baum absterben. Die streichen wir für den Verwendungszweck aus unserem Repertoire. Die Gurte hier von Travelex, die habe ich beim Peter auf unserer Elbe-Tour gesehen. Zur Elbe-Tour gibt es übrigens ein Video, das werde ich euch mal verlinken. Mir hat sofort gefallen, dass die so viele Einstellmöglichkeiten haben. Die haben hier ganz viele Schlaufen. Die sind dadurch super flexibel, die sind bedeutend leichter. Die wiegen 220 Gramm weniger, ich habe mal nachgewogen. Die wiegen 330 mit Packsack. Die von BD Sky, die wiegen 550 ungefähr oder so, über 550. Ja, hab die jetzt getestet und stehe voll hinter denen. Die haben beide pro Gurt eine Tragkraft von 500 Kilo. Achtung, bei denen von Travelex müsst ihr dazu die kleinen Schlaufen verwenden. Das sind so abwechselnd kleine und große Schlaufen dran. Die großen, die haben immer noch eine Traglast von 180 Kilo, was vollkommen reicht für das Schlafen in der Hängematte. Ja. Ich befestige euch jetzt mal eine Hängematte am Baum, dann könnt ihr am besten sehen, wo die Unterschiede zwischen den Gurten liegen. Den Gurt von Travelex, den zieht er einfach um den Baum. Durch die einzelne Schlaufe zieht er den Rest vom Gurt. Zieht das schön fest, gut ist. Und eure Hängematte, die könnt ihr jetzt hier vorne in eine der vielen Schlaufen einhängen. Bei den Gurten von BD Sky funktioniert das ganz ähnlich. Ihr legt das eine Ende um den Baum, das Ende, an das dann die Hängematte kommt, das zieht ihr durch die Ringöse. Zack, eigentlich fertig. Das Ganze kann aber auch Nachteile haben, deswegen habe ich euch jetzt hier extra mal einen dicken Stamm ausgesucht. Wenn ihr nämlich die Länge, die übersteht, variieren wollt, könnt ihr das eigentlich nur, indem ihr das Ende mehrmals um den Stamm wickelt. Das geht aber bei so dicken nicht, weil, zack, ist es einfach zu kurz. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Ende hier zu halbieren, indem ihr einfach den Haken in die Ringöse einhängt und hier so eine Schlaufe bildet, die dann die halbe Länge hat. Ist jetzt aber immer noch nicht so super flexibel. Beim Einhängen kann ich euch jetzt gleich mal noch ein anderes Problem zeigen. Der Karabiner hier, der ist verdammt scharfkantig, sodass hier jedes Mal der Strick beim Einfädeln oben hängen bleibt und nach immer weiter kaputt geht. Ja, zack, wieder hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Absolute Katastrophe. Deswegen verwende ich jetzt hier andere Karabiner, die sind aus dem Kletterbedarf. Die sind hier schön rund und hängen die immer gleich so direkt ein. Gut, gehen wir mal rüber zu den Travelex-Gurten. Ihr könnt euch jetzt hier einfach eine von den vielen Schlaufen aussuchen. Wenn ihr feststellt, ist noch nicht straff genug, geht einfach ein Stück weiter hoch. Ihr könnt wirklich die Spannung auf 10 cm genau in den Schlaufen hier justieren. An den anderen Schlaufen lässt sich jetzt noch weitere Ausrüstung befestigen, Lebensmittel oder halt irgendwas, was nicht unten auf dem Boden stehen soll. Finde ich, ist eine super Sache. Ziehen wir mal ein kleines Fazit. Beide Hängemattengurte sind baumschonend. Beide haben je Gurt eine Bruchlast von 500 Kilogramm. Achtung, bei denen von Travelex müsst ihr dazu die kleinen Schlaufen verwenden. Die großen Schlaufen haben aber immerhin noch eine Belastbarkeit von 180 Kilo. Das reicht also auf alle Fälle, um in der Hängematte zu schlafen. Zu den Unterschieden. Die Gurte von Travelex nehmen weniger Platz weg. Sie sind 220 Gramm leichter. Man hat mehr Schlaufen, die sind quasi wesentlich besser einstellbar. Man kann zusätzliche Ausrüstung oder Nahrungsmittel dran aufhängen. Damit sind die mein klarer Favorit in Sachen Outdoor. Ich habe die jetzt draußen schon getestet. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und die hier, die kommen jetzt einfach nur noch in den Garten, werden dort einmal an den Baum gebunden und dann bleiben die dort. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein paar wertvolle Tipps geben. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal.
Es wird weitere Videos von noch viel mehr Ausrüstung und von meinen Bushcraft- und Trekking-Touren geben. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben. Macht's gut, viel Spaß draußen in der Hängematte. Ich chille jetzt hier noch ein bisschen.